Das ist die Geschichte von starken Frauen, die schon immer gegen Schubladendenken ankämpfen. Ja, an sich bin ich gegen Damenfußball. Es gibt so schöne Sportarten. Warum ausgerechnet Fußball für die Dame? Die Geschichte von Frauen, die verbal weggegrätscht wurden und immer wieder aufstanden. Frauen haben eine Titelsammlung aufzuweisen, die wirklich ihresgleichen sucht. Es ging immer so um Trikottausch und ich bleibe bis zum Ende und ich hoffe, sie tauschen das Trikot. Ich habe auch gehört, ich will ein Mann-Vibe. Für eine Frau spielst du aber super Fußball. Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Ein schönes Spätsommermärchen ist es schon. Moment und Augenblicke, die echt unter die Haut gehen. Hi, ich bin Merle Barth, Mittelfeld, Turbine Potsdam. Ich bin Jessica Wich, Mittelfeld, Bayer 04 Leverkusen. Zwei Frauen, deren Liebe für den Fußball unter die Haut geht. Fußball ist meine Leidenschaft, schon immer gewesen, wird auch immer zu mir gehören, egal ob ich irgendwann auch nicht mehr selber aktiv auf dem Platz stehe. Und ja, möchte ich damit immer bei mir haben. Die 26-Jährige hat zuletzt für Leverkusen in der Bundesliga gespielt. Eine Expertin für den ruhenden Ball. Sie spielt, seit sie denken kann, Fußball. Ganz normal für junge Mädchen. Heutzutage. Ich habe mit 4 Jahren angefangen bei mir im Nümbrechter Dorfverein. Mein größerer Bruder und auch meine ältere Schwester, mein Papa, alle total Fußball verrückt. Und so hat das angefangen, dass ich mit meinem Bruder mit bei den Älteren mitgespielt habe. Ich glaube, die Jungs fanden es auch eigentlich ganz cool, mal so ein Mädchen dabei zu haben, die auch kicken kann. Bei ihrer Ex-Teamkollegin Jessica Wich ist es ähnlich gelaufen. Also es war schon immer klar, dass die Mädels in der Unterzahl sind. Aber das war ganz normal, also da gab es keine Unterschiede. Ihr Traum Bundesligaspielerin heißt viel Schweiß. 6-mal die Woche Training, plus das Spiel am Wochenende. Nebenher noch arbeiten. Das harte Los im Frauenfußball. In Düsseldorf, bei Oskar Boge, lassen sie sich tätowieren. Wie auch Leroy Sané, Marco Reus, Thilo Kehrer oder Timo Horn. Sie alle gehen durch Oskar Boges Hände. Machen aber die Männer mehr Show? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, die Frauen kann viel mehr aushalten als Männer. Zwei selbstbestimmte junge Frauen, deren Liebe für den Fußball selbstverständlich la pura vida, das pure Leben ist. Selbstbestimmt Fußball spielen, das ist viele Jahre unmöglich gewesen. Was so ein richtiger Fußballbomber ist, hat mehrere Gegner, aber auch mehrere Bälle. Verbale Foulspiele haben eine lange Tradition im Frauenfußball. Was sind denn das für Bilder? Nun, auch ein solches Damenspiel ist nichts zum Lachen. Es ist viel ernster, als man denkt. Lassen Sie sich mal eine Sexbombe aufs Tor knallen. Chauvinistisch. Sexistisch. Dumm. Ich würde vorschlagen, das soll man den Fußball den Männern überlassen und die Damen sollen an den Kochherd. Wenn meine Frau spielt, dann Scheidung. Also hängt ja auch einiges auf dem Spiel mit und das alles, ja.
aber nicht aufzugeben, finde ich echt stark. Ich nehme an, wer die dicksten Beine hat, der gewinnt. Also jetzt, wenn man das so sieht, dann muss man irgendwo drüber lachen oder schmunzeln. Aber grundsätzlich ist das schon eher eine traurige Situation, dass das damals so war. Und macht einmal wieder mehr deutlich, wie wichtig der korrekte Umgang mit Sprache ist. Wie sehr wir alle auf unsere Worte Acht geben sollten, bei dem, was wir sagen und wie wir es sagen. Da macht der Moderator Wim Tölke 1970 keine besonders gute Figur. Und fragt man sich natürlich, oder ich frage mich und ich nehme an, Sie sich auch, was sind denn das für Mädchen, die das betreiben und aus welchen Gründen tun sie das? Hä? Sehr zarte Rempelei. Ja, und Decken, nicht Tischdecken, richtig. Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Wenn der Herr Wim Tölke heute noch leben würde, würde ich ihm sagen, was er sich damals hat Nettes einfallen lassen. Das wäre ja so gut angekommen bei den Männern. Und bei den Frauen? Bei den Frauen überhaupt nicht. Also das war schon sehr, sehr geschmacklos. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge. Wenn Sie mir jetzt ein Video zeigen würden von damals, all den Herren, wo die Jungs mit ihren dicken Bierbäuchen rumlaufen, dann glaube ich jetzt nicht, dass das sehr viel besser aussieht. Nur den Frauen war es egal. Es war einmal. In Bad Breisig am Rhein war einmal eine Damenfußballmannschaft. Weiße Höschen, gestreiftes Trikot von links nach rechts. Ich schmunzel aber auch so ein wenig aus einer Schockstarre quasi heraus. Also ich glaube, das Schmunzeln kompensiert. Das ist, dass ich das eigentlich schon unglaublich finde, was Frauen da auch durchmachen mussten. Allein sich in Kommentaren und den, ja, den Aussagen den Männern zu stellen, glaube ich, dass man da schon sehr viel Mut haben muss für. Starke Frauen, die eine Vision hatten und die ihren Weg gegangen sind, gegen alle Widerstände. Und eine dieser Pionierinnen ist Bärbel Wohlleben vom TuS Wörrstadt. 1974 wurden wir als erste deutsches Frauenteam deutsche Fußballmeister. Bärbel Wohlleben, der weibliche Franz Beckenbauer. Ich habe das leicht belächelt mit dem weiblichen Beckenbauer. Ich habe mir so die Aufgaben von Helmut Haller übernommen gehabt. Er war auch mein Vorbild gewesen im Fußball. Und er spielte ja auch offensives Mittelfeld. Jetzt haben sie mich halt weiblichen Beckenbauer genannt. Was soll ich dazu sagen? Sie will immer nur spielen. Bärbel Wohlleben, Jahrgang 1943 aus Ingelheim bei Mainz. Um mitkicken zu können, muss sie sich mit den Jungs in der Sandgrube balgen. Und dann musste ich erst mal in der Weitsprungkaut gegen die Jungs Ringkämpfe austragen. Das ging dann so 50-50 aus. Also die Hälfte gewonnen, die Hälfte verloren. Und manche waren immer noch so ein bisschen skeptisch. Aber als sie dann gesehen haben, dass ich wirklich mit dem Ball umgehen kann, war die Begeisterung dann nachher doch da. Und sie haben mich alle akzeptiert. Ich habe dann bei denen mitgespielt. Aber nur mit Sondergenehmigung. Denn Frauenfußball war nichts Seriöses in den Augen der Männer. Anfang der 50er werden die Damen in kurzen Hosen belächelt und verbal weggegrätscht. Das Stuttgarter Neckarstadion wurde zum Tummelplatz von 22 Fußballbräuten. Unermüdlich drängten sich die Inseldamen im gegnerischen Strafraum. Aber angestachelt durch echte Hausfraueninstinkte hielten die Deutschen ihr Nest jetzt sauber. Die kamen ja ins Stadion, um eben nicht die Frau als Sportlerin zu sehen, sondern als weibliche Personen, an der sie sich verlustieren konnten. Auch wenn es nur ein Augenschmaus war erstmal. Und der stürmische Beifall der Männerwelt trieb die Amazonen zu immer neuen Taten an. Einmal ist der Krieg verloren worden. Die Männer kamen eben nicht als Helden aus dem Krieg zurück, sondern als Geschlagene. Dann war die glückliche Fügung, diese WM der Männer, 54. Plötzlich ja, konnte man, auch mit Doppel-N geschrieben, mit breiter Brust sagen, wir sind wieder wer. Es soll ja alles so seine heile Welt wieder sein. Die Männer gehen arbeiten, die Frauen kümmern sich um Küche, Kinder, Kirche, was dann immer so gesagt wurde. Um vielleicht auch das Selbstwertgefühl für die Männer wieder aufzubauen. Bei Achtung Broadcast in Berlin arbeitet die Journalistin Felicia Mutterer. Eins ihrer Themen? Die Rolle der Frau in der Gesellschaft, heute wie damals.
Immer in der Sorge, ihr Auto zu beschädigen, nutzen sie beim Einparken den vollen Lenkrad-Einschlag nicht aus. Meine Frau ist ungeeignet zum Autofahren. Warum soll denn die Frau fahren, wenn der Mann fährt? Ich lasse mich nicht von der Frau spazieren fahren, da fährt der Mann selber bei mir. Keine Frau durfte irgendwie ein Bankkonto führen oder ohne die Erlaubnis eines Mannes arbeiten. Die Frauen waren da vor allen Dingen ins Private zurückgedrängt zu dieser Zeit. Und eben auch, dass sie immer wieder ihre Männer fragen mussten, ob sie was tun oder lassen dürfen. Und das prägt natürlich dann auch das, was auf einem Fußballfeld stattfindet. Ab 1955 findet auf dem Fußballfeld gar nichts mehr statt. Einstimmig verbietet der DFB den Frauen das Fußballspielen. Frau trifft Ball trotzdem in sogenannten wilden Mannschaften. Vereinen, die Frauen Sportplätze zur Verfügung stellen, werden vom DFB Strafen angedroht. Der Fußball widerspricht der weiblichen Natur. Frauen nehmen körperlichen und seelischen Schaden, sagen Ärzte. Fußballsport, der ein sehr schöner, aber auch harter Sport ist, der meines Erachtens sehr gut für Männer, doch für Frauen ungeeignet wäre. Welche Mädchen und Frauen zieht es überhaupt zum Fußball? Sie, um einige Energien, ein paar Pfunde loszuwerden? In heißen Höschen, die mancher schon zu heiß sind? Sie vielleicht in der Hoffnung, die weite Welt des Fußballs verbreite angenehmere Düfte als die des Kochtopfs. Wir wollten Fußball spielen, weil uns das so einen mega Spaß gemacht hat. Und sonst wollten wir gar nichts. Wir konnten ja auch trotzdem beide unsere Trikots waschen und auch die der Männer. Und wir konnten trotzdem kochen, aber wir wollten auch trotzdem Fußball spielen, weil es schön war. Nach meiner Meinung ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist. Ja, an sich bin ich gegen Damenfußball. Es gibt so schöne Sportarten. Warum ausgerechnet Fußball für die Dame? Mich ärgert es halt immer wieder, wenn dann so alteingesessene, verkrampfte Typen dann so negative Äußerungen tun zum Frauenfußball speziell. Trotz des Verbots gibt es Ende der 60er schon 1000 Frauenteams. Fußballerinnen werden sogar zu Turnieren ins Ausland eingeladen. Ja, und zur gleichen Zeit ist die Elf aus Bad 9a Ahrweiler unterwegs nach Turin. Auf den ersten Blick sieht's mehr nach einer Modenschau für Stewardessen aus. Aber in Turin zählen Tore und nicht Oberweiten. Es war ja auch so, dass mittlerweile Manager da waren in Deutschland, die einen eigenen Verband gründen wollten, Frauenfußball. Und das ist wohl dem DFB zu Ohren gekommen. Und aus deren Not heraus, so wie sie es gesehen hatten, haben sie gesagt, na ja gut, dann lieber das kleinere Übel, wir lassen sie mal, wir gucken mal, wie lange das läuft, als dass wir weiter das Verbot aufrechterhalten. 1970, nach 15 Jahren Verbot, sagt der DFB ja zur Frau am Ball. Statt Kinder, Küche und Kirche wird es für Deutschlands Damen jetzt öfter Kicken, Köpfen und Kämpfen heißen. Wie bei einer neuen Mode machen immer mehr Frauen und Mädchen mit. In manchen Orten haben sich ganze Kegelclubs auf Damenfußball umgestellt. Der DFB hat diesen fußballspielenden Amazonen seinen offiziellen Segen gegeben, um damit, wie ein Fußballfunktionär erklärte, zu verhindern, dass Frauenfußball auf das Niveau von Damenringkämpfen absinkt. Das war jetzt nicht unbedingt Hurra, die Frauen kommen und Hurra, die spielen jetzt Fußball, sondern das wird schon in 2 Jahren wieder vorbei sein. Das ist so eine Modeerscheinung, ne? Das ist ja im Moment alles so ein bisschen in Aufruhr und die Frauen sind dann halt auch ein bisschen in Aufruhr. Lass sie mal ruhig spielen, das läuft sich dann schon tot. Und so wurde das Spiel entschärft. Schüsse auf den Busen geschossen dürfen mit der Hand abgewehrt werden. Im Fachjargon heißt das Schutzhand. Diesen Ball kennen alle Bundesliga-Besucher. Beim Frauenfußball wird aber künftig mit einem kleineren, leichteren Ball gespielt. Die Torhüterin darf im 5-Meter-Raum nicht angegriffen werden. Diese Angriffe sind alle regelwidrig. Warum spielen Frauen Fußball? Als Mädchen zu beweisen, dass sie auch begabt ist, den Ball anzunehmen, zu spielen, zu passen, auch zu schießen, überhaupt sich am Ball richtig zu bewegen, um dem Mann mal zu zeigen, dass wir nicht minderwertig sind, ja? Wie es doch die letzten Jahrhunderte doch ganz bedeutend so war im Sport. Vor allem muss erstmal unsere Generation total dankbar sein, dass es diese Frauen gab, die so mutig sich diesen Klischees entgegengestellt haben. All das macht es uns heute überhaupt erst möglich, den Fußballsport so zu leben, wie wir ihn heute leben können. 1974 gibt es dann die erste offizielle deutsche Meisterschaft für Frauen. Sie sind sich bewusst, dass sie derzeit nicht nur den Gegner, sondern auch viele Vorurteile besiegen müssen.
Die erste deutsche Meisterschaft wollte man deshalb vor allem als Werbung verstanden wissen. Und ein faires Spiel wollen wir sehen, auf beiden Seiten, ja. Denn es ist einiges an hoher Prominenz da und die wollen echt Damenfußball sehen. Sonst die Fernsehleute, ich habe es Ihnen schon gesagt, die bringen sonst wieder Pornofilme oder sonst was, ja, und kein Damenfußball. Ja, ich habe damals von Pornofilmen gesprochen, weil ich das auch so aus den Aufnahmen erkannt habe. Die Männer, die diese Aufnahmen gezeigt haben, waren nicht darauf bedacht, Frauenfußball als solchen zu zeigen, sondern so mit etwas anstößigem Hintergedanken. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nun, wer Sex zu sehen erhoffte, der kam auf. Nein, entscheiden muss jeder selber. Das würde den Rahmen unserer Berichterstattung sprengen, wenn wir die Rolle des Paares übernehmen wollten. Welcher würden Sie denn den Apfel reichen? Oder würden Sie Ihr Obst lieber selber essen? Wie kann sich ein Mann ständig darüber amüsieren und irgendwie über ihre Bewegung lachen, über ihren Körper, darüber, dass ihre Brüste sich bewegen? Hat sich jemals eine Frau darüber erhoben, wie ein Penis bei einem Läufer irgendwie bewegt, dass man durchaus auch mal in einer Hose sieht, ob er Links- oder Rechtsträger ist? Ja, es ist einfach nicht sachlich. Man kann ja sagen, gut, der Fußball war qualitativ noch nicht so weit. Der war aber auch, der Frauenfußball, eben auch noch nicht so alt wie der Männerfußball. Also eine Sportart muss sich ja auch entwickeln. Wenn es natürlich ins Persönliche geht und gar nicht mehr um das Spiel selbst, um die Sportart selbst, dann ja, ist es respektlos. Der erste offizielle westdeutsche Frauenfußballmeister ist TuS Wörrstadt mit der Spielführerin Bärbel Wohlleben. Und sie schafft etwas, was diesen vier Fußballherren nicht gelingt, damals im September 74. Und hier ist das Siegestor des Monats September. Es gab ja damals das Gerücht, Frauen, die können den Ball nicht weiter als 5 Meter schießen. Weit gefehlt. Bärbel Wohlleben kann es sogar von außerhalb des 16ers. Seit dem Start 1971 ist das Tor des Monats reine Männersache. Diese Treffer stehen damals mit zur Wahl. Das erste Mal soll nun eine Frau mit in dieser Auswahl, in diesen exklusiven Kreis. Das war natürlich teilweise eine heftige Diskussion, also wie damals über Frauenfußball diskutiert wurde in der Sportredaktion. Damals war Chauvinismus, glaube ich, ein wirklich komplettes Fremdwort. Es war einfach ein solcher Kracher, dass ich letztendlich darauf gesetzt habe, zu sagen, dass das wird oder würde kaum auffallen, das Tor, weil es genauso aussieht wie die Männer erzielt haben. Sie ist nicht nur in der Auswahl mit ihrem Kracher, sondern kommt mit großer Mehrheit auf Platz 1. Man hat mich gewählt in der Überzahl. Da war ich natürlich happy gewesen. Rang 2 geht an den Schalker Rüdiger Abramczyk. Ich war nur überrascht, weil zu dem Zeitpunkt war der Damenfußball jetzt nicht so berauschend, dass man da sagen könnte, die machen tolle Tore. Ja, und das ist er. Weil es zum ersten Mal eine Dame ist, haben wir natürlich die Blumen. Wie ich dann bei Kopf bin, jetzt gerade wenn ich an Frisur denke, man ist frisch onduliert, kommt vom Friseur, will abends noch ein bisschen ausgehen. Wie ist jetzt mit Kopfbällen bei Frauen? Da habe ich mich gefragt, was hat die Frisur mit dem Kopfball zu tun? Ja, aber gut, das war deren Denke. Ich selbst habe da anfänglich sehr viel Angst gehabt und habe mich also immer davor gedrückt, einen Ball mit dem Kopf anzunehmen. Aber ich habe dann einigermaßen dahingehend trainiert, dass es jetzt doch in etwa geht. Ich habe einfach darauf geantwortet, wie sich das für eine anständige Frau gehört, die immer den untertanen Geist gegenüber dem Mann gezeigt hat. Und ja, ich fühlte mich nicht angegriffen. Mein Konkurrent, Rüdiger Abramczyk, der Ärmste, Pech gehabt. Der Schalker, der erste Mann, der gegen eine Frau verloren hat. Ja, leider. Ich kann es nicht dran machen. Bin aber auch nicht böse drum. Der Bessere gewinnt. Und sie waren dem Tag eben die Bessere. Dieses Tor des Monats 1974 von Bärbel Wohlleben ist bahnbrechend für den Frauenfußball. Ist Inspiration, ist Motivation.
Nein, das war auf jeden Fall eine Werbung, auf jeden Fall mal für den Frauenfußball in den 70ern. Für mich war das auch motivierend als Elfjährige. Und ich ging ja, glaube ich, gerade so in dieser Zeit auch zum ersten Mal in den Verein. Und da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, ich bin ja nicht alleine, die Fußball spielen, da gibt es ja noch mehrere. Diese Fußballpionierinnen zum Beispiel. Ihre kuriose Geschichte ist Stoff für einen Kinofilm. Es sind ehemalige Spielerinnen von Bergisch Gladbach. Anfang der 80er räumt die Frauenmannschaft aus Nordrhein-Westfalen alles aus dem Weg. 9-mal Deutscher Meister, Pokalsieger. Wir haben alles geholt. Wir haben eigentlich alles geholt. Viel erreicht und auch viel eingesteckt. Mit der Brust stoppen ist also im Damenfußball schon etwas schlimmer, nicht? Also. Nun sollten Sie noch ein bisschen Balltraining üben. Über Fußball sprechen wir später noch ein wenig, aber nicht mit der Ernsthaftigkeit, mit der das die Männer tun. Mangelnder Respekt für die Fußballerinnen von Bergisch Gladbach, die 1981 ein sportliches Wunder erleben. Der taiwanische Fußballverband lädt die stärksten Nationen der Welt zu einem Turnier ein. Aber Deutschland ist bekannt für Fußball. Und wir haben keine Frauennationalmannschaft, kann doch nicht wahr sein. Die kleine Schweiz, die hatten bestimmt schon 10 Jahre vorher ihren eigenen Frauenfußballverband und ihre eigene Nationalmannschaft. Dann hat der DFB zurückgeschrieben, sie hätten keine Nationalmannschaft. Dann schrieb Taiwan aber, sie hätten gern eine Mannschaft, die Deutschland vertreten könnte, die zurzeit die beste Mannschaft wäre. Das ist die Vereinsmannschaft SSG 09 Bergisch Gladbach. Vom DFB allerdings gibt es keine Mark für den Asientrip. Lokale Sponsoren springen ein. Den Rest der Reise finanzieren die Frauen selbst. Und dann sind wir nach Taiwan geflogen. Als SSG 09. Ab nach Taipeh in die Hauptstadt und rein in das Abenteuer zur inoffiziellen Fußball-WM. Kamerateams aus Deutschland sind nicht da. Es gibt nur wenige verblichene Spielbilder. Wir hatten ja in den 11 Tagen 9 Spiele. Das war schon so eine extreme Belastung. Das würde heutzutage keiner mehr machen. Im Finale gewinnt die Bergisch-Gladbacher Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Das Wunder von Taipeh ist wahr geworden. Also für mich war es wie eine Erlösung, dass wir das geschafft haben. Also ich muss sagen, so emotional mit das Ereignis, dieses Gefühl, boah, Weltmeister, ne? Gegen so viele Nationalmannschaften als Vereinsmannschaft zu bestehen, also das war irre. Den schwierigen Weg dieser Pionierinnen bis hin zum Triumph in Taipeh hat John David Seidler auf die Kinoleinwand gebracht. Was sie sportlich bewegt haben, wozu viel mehr als der reine Sport gehört hat, nämlich sich gegenüber struktureller Diskriminierung und Ungerechtigkeit durchzusetzen. Das, was die bewegt hat, war Pionierarbeit für Generationen danach und hat letztlich, und das kommt im Film ja auch raus, letztlich dazu geführt, dass überhaupt in Deutschland eine Frauennationalmannschaft gegründet wurde. Das ist eigentlich auch der bislang nicht erzählte Gründungsmythos der deutschen Frauennationalmannschaft. 1982 bewegt sich der DFB. Gero Bisanz, 47, Fußballlehrer des DFB, ist seit März dieses Jahres für die erste offizielle Damen-Nationalelf verantwortlich. Dann gehen wir jetzt in aller Ruhe raus, laufen 5, 6, 7 Minuten ohne Ball, ganz locker traben. Es ging ihm einfach um den Sport, um Fußball und hat da eigentlich das nicht groß Unterschied zwischen Männern und Frauen. Er hat auch Trainer ausgebildet, also es hatte alles total Hand und Fuß, was er erzählt hat, und ich hing ihm an den Lippen. Die Länderspielpremiere in Koblenz. An diesem Novembertag 1982 geht es um mehr als nur um Fußball. Ich muss schon sagen, dass ich sehr nervös war, weil es hatten sich all die großen Herren angemeldet, aber ich wusste auch nicht, was passiert, wenn wir das in den Sand setzen. Machen sie nicht. 5:1 gegen die Schweiz. 2 Tore übrigens von einer gewissen Sylvia Knight. Man muss verstehen, dass wir endlich nach dieser langen Zeit des Wartens allen Männern mal beweisen wollten, dass Frauen auch Fußball spielen können. Herr Derwall, Sie waren nicht immer ein Freund des Damenfußballs. Hat sich heute Ihre Einstellung geändert? Ja, ich habe damals gedacht, das ist so eine Modewelle der Damen. Nach Maxi kommt Mini, und ich habe natürlich nicht geglaubt,
dass der Damenfußball sich so entwickeln würde, wie wir das heute sehen. Die Leute haben gesehen, ah ja, die können es ja. Und wir war ja schon so, dass wir damals auch schon gut Fußball spielen konnten. Zwar sicherlich hatte das ein anderes Tempo, aber es war auch schon von Taktik und Technik geprägt. Taktik und Technik vermittelt durch DFB-Trainer Gero Bisanz, dem die Klischeekeule seiner männlichen Kollegen permanent entgegenschwingt. Duschschüde auch mit den Frauen und all solche Dinge, wo man sich am Kopf fasst und sagt, als wenn das oberste Ziel eines Trainers ist, mit den Frauen zu duschen. Ne? Oder er hat dann irgendwann in so einem Interview auch mal etwas genervt gesagt, er stellt die Mannschaft nach der Schönheit der Spielerin auf oder irgendwie sowas in dem Dreh. Das war dann auch irgendwo so ein Ausdruck, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Wie gehen eigentlich auf der anderen Seite der deutsch-deutschen Grenze die Männer mit den Frauen um? Das Leder rollt, die Menge jauchzt und eisenharte Waden zerstampfen rau das Fußballfeld bei wilden Eskapaden. Da wird das Schienbein malträtiert, kein Wunder für den Kenner, denn jeder weiß, das ist nun mal der harte Sport der Männer. Frau am Ball hatte es damals in der DDR leichter, sagt einer, der sich auskennt. Bernd Schröder, Trainerlegende bei Turbine Potsdam. Anders als im Westen war der Frauenfußball im Osten nie verboten. Wir hatten ja durch unsere sogenannte Verfassung ja die Gleichberechtigung der Frau festgeschrieben. Und deshalb hatten wir nie das Problem, dass wir verboten waren. Aber wir waren natürlich nicht gefördert, weil wir keine olympische Disziplin waren. Wenn wir 25 Leute im Fußball brauchen, um eine Medaille zu holen, dann machen wir das lieber umgedreht. Und deshalb war das auch so, dass der Fußball bei uns gar nicht groß in Erscheinung getreten, auch beim Männerbereich nicht. Und hat man nicht runtergedrückt, das muss man auch sagen. Keine Medaillen, keine Ehrung, keine Förderung. Es wird nur ein einziges Frauenländerspiel in der DDR-Geschichte geben. In den Gründungsjahren gab es ja sehr viele Frauenmannschaften, die sind aus dem Boden gestampft worden und die haben alles zusammengekratzt, was dort überhaupt laufen konnte. Da war eine Mischung dabei, die Anlass war für viele, darüber zu schmunzeln. 64 Fouls, 3 Elfmeter, 3 Schiedsrichterbeleidigungen, 3 Herausstellungen und noch kein Tor. Das sind nun Bilder vom Endspiel um die Meisterschaft im Damenfußball. Was würden Sie sagen, wenn Ihnen Ihre Frau heute erzählen würde, ab morgen will sie Fußball spielen? Ja, das kann sie nicht sagen. Warum nicht? Sie spielt schon. Welche ist es? Das ist die Nummer 7. Ah, dort da. Am Strafraum. Von Tangermünde. Von Tangermünde, ja. Und wie gefällt sie Ihnen in dieser Position? Tja, also ich werde mir wie in jeder Position. Ich glaube, bei uns war die Stellung der Frau ein bisschen anders. Ich sagte es schon. Und dadurch ist dieses Extreme nicht rausgekommen, dass man von den Frauen irgendwas erwartet hat. Und deshalb haben wir nicht so eine Negativbemerkung gehabt. 1989 im Westen Deutschlands. Deutschland ist Europameister! Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft holt den ersten großen Titel. Die bundesdeutschen Frauen-Europameister. Ursula Lohn küsste vor lauter Glück sogar den verdutzten Linienrichter. Erschöpfung, Freude, Fassungslosigkeit. Das ausverkaufte Stadion in Osnabrück glich einem Tollhaus. Was den Männern vorenthalten blieb im letzten Jahr, schafften die Frauen. Die letzte Domäne des starken Geschlechts dahin. Das war natürlich wieder ein Mega-Meilenstein. Das war sozusagen wirklich nochmal die Auferstehung oder ich würde mal sagen der Durchbruch des Frauenfußballs. Wenn ich davon spreche, dann kriege ich Gänsehaut. Und wir Deutschen, wir sind ja ein Fußballland. Und dann war es jetzt in dem Fall auch egal, ob das jetzt Männer oder Frauen waren. Nur die Bezahlung ist eine andere. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffeeservice. Ab da startet der Frauenfußball in Deutschland durch. Und es beginnt eine bemerkenswerte Erfolgsstory. Die von Sylvia Knight. Das lief so, dass seitdem ich eigentlich gehen kann, ich schon direkt einen Ball gesehen habe und dagegen getreten habe. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Man wählte ja damals immer so, es war immer ganz schlimm oder auch nicht gut für das Selbstbewusstsein, wenn man als Letzte gewählt wurde. Das war aber nicht der Fall. Ich wurde relativ am Anfang gewählt. Das Talent riesig, davon leben unmöglich. Silvia Neid macht eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau. Ich habe damals ganz wenig verdient im Vergleich, also ich musste mich nur über meine Arbeit finanzieren. Du arbeitest 8 Stunden und wenn man dann in der Woche 3, 4, 5 Mal trainiert, dann ist das eine Hausnummer. Ums Geld geht's nicht. Hartes Training, ein Riesen-Ehrgeiz und viel Schweiß, das zählt. Tor des Monats 1988. Es ist eine Zeit, in der sich jetzt sogar der Bundeskanzler mit Frauenfußball schmückt. Silvia Neid gewinnt als Spielerin 3 Europameisterschaften, schießt 48 Tore in 111 Länderspielen und macht die gleiche Erfahrung wie so viele Spielerinnen dieser Zeit. Aber das ging immer so ums Gleiche. Also, es ging immer so um Trikottausch und ich bleibe bis zum Ende und ich hoffe, sie tauschen das Trikot. Also, und so verschiedene Dinge, sächsische Dinge, aber ja, so war das. Aber dass wir 3-mal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch 8-mal. Und Silvia Neid ist an allen 8 EM-Titeln beteiligt. Außerdem 2 WM-Titel. Olympiagold in Brasilien. Neid ist mitverantwortlich für alle Erfolge der DFB-Elf. Der deutsche Frauenfußball ist schnell, athletisch, erfolgreich. Neid gibt Weltfußballerin Birgit Prinz eine Bühne. Auch dank Silvia Neid werden die Nörgler mit ihren Vorurteilen immer weniger. Eine rasante Wendung. Sie setzen sich ihre eigenen Denkmäler. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Gesichter des Erfolgs. Aber weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Ich bin Nia Künzer. Mit der Nationalmannschaft bin ich Weltmeisterin 2003 geworden. Und wenn ich was konnte, war das Kopfballspiel. Freistoß Lingo nochmal. Wieder Künzer, ja! Deutschland ist Weltmeister! Wir sind die besten Fans! Auf dem Römerberg in Frankfurt gibt Frau den Ton an. An dem Ort, an dem sonst die Männer ihre Triumphe feiern. Die Aufmerksamkeit wird größer, die Einschaltquote war sensationell. Das war vielleicht nochmal die Steigerung und eine unglaubliche Wertschätzung. Es war legendär, da oben auf dem Balkon mit so vielen Menschen feiern zu dürfen. Nia Künzer gehört zur Generation, die sich mit dem Sport ein Studium finanzieren kann. Titelprämien mit dem FFC Frankfurt oder Sponsorengelder lassen sie vom Fußball gut leben. Den Zweikampf gegen Vorurteile hat die heutige Diplompädagogin nie geführt. Weil ich nicht mit 5 Jahren Fußballspielen angefangen habe als kleines Mädchen, um gegen Klischees anzukämpfen. Ich habe angefangen, weil das der Sport war, den ich geliebt habe. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich muss gegen irgendein Klischee ankämpfen. Nia Künzer hat damals in der Bankenstadt Frankfurt gespielt. Dort ist Sigi Dietrich Manager gewesen, dem Klischees über Frauenfußball schon immer Schnuppe sind. Er ist einer, der den Frauenfußball pusht, so wie Bernd Schröder bei Turbine Potsdam. In den Nullerjahren machen Potsdam und Frankfurt die deutschen Meisterschaften unter sich aus. Die Rivalität ist groß. Das macht die Sache effektiver. Man hat sich beschimpft, aber zum Schluss war das so, dass wir den Frauenfußball dadurch mehr ins Gespräch gebracht haben. Und wir haben teilweise 7.000, 8.000 Zuschauer gehabt, auch gegen Frankfurt zu Hause. Wir haben dort unten volles Haus gehabt. Eine sportliche Feindschaft mit Kalkül. Frauenfußball ist in den Medien, bekommt Aufmerksamkeit. Ganz im Sinne der Manager. Wir müssen Gesichter haben, wir müssen Namen haben, mit denen man den Frauenfußball identifiziert. Wir brauchen Erfolg. Der Rasen muss so sein, dass die Qualität mit dem Fußball übereinstimmt. Und ich war immer der Meinung, der Ball ist für den Männerfußball, für den Frauenfußball und für den Jugendfußball gleich rund. Sie kennt die runden Bälle im Frauen- und Männerfußball. Bibiana Steinhaus, Bundesliga-Schiedsrichterin. Ich finde, es wird weder dem Frauenfußball noch dem Herrenfußball gerecht, die Dinge zu vergleichen. Und das mache ich auch nicht. Der Frauenfußball steht für sich.
ist eine wunderbare Sportart. Die Geschwindigkeit, die Dynamik des Spiels, es ist alles so viel schneller geworden, so viel athletischer und umkämpfter, dass der Frauenfußball dem Herrenfußball in nichts nachsteht. Jeder, der mal da gewesen ist, den erwischt dieses Feuer, der sieht, mit wie viel Leidenschaft und Begeisterung diese wirklich jungen, sportlichen, athletischen Frauen ihrem Sport nachgehen. Und das erzeugt Gänsehaut. Da muss man sich nicht nur WM- oder EM-Finals anschauen, sondern wirklich auch mal in die Stadien gehen. So leidenschaftlich die Niedersächsin aus Engelbostel bei Hannover für den Frauenfußball kämpft, so viel hat sie selbst ertragen müssen. Auch ich als Schiedsrichterin musste mich zum Anfang mit Klischeedenken auseinandersetzen. Auch da hieß es häufiger, dass Schiedsrichterinnen doch tendenziell andere Verwendungen finden sollten als die auf dem Fußballplatz. Und diese Verfehlungen sind nicht 50 Jahre her, sondern die sind ja auch aus jüngster Vergangenheit. Und da muss man einfach sagen, es geht nicht um das Geschlecht, es geht nicht um Größe, Religion oder Nationalität. Es geht einfach darum, ob jemand seinen Job gut macht. Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? Nice. Heutzutage, ich weiß gar nicht, gibt es noch diese Klischees? Dass man immer noch sagt, es gibt Mannsweiber oder dass man sagt, bei uns stehen alle auf Frauen, diese Klischees. Das ist ein großes, was heute noch auch da noch steht, ja. Und wenn Klischee und Realität aufeinanderprallen, kann das belastend sein. Wie Lara Dickenmann vom VfL Wolfsburg in einem Podcast mit Felicia Mutterer berichtet. Sie sagt auch, dass es total schwer ist, sich im Sport als lesbische Frau zu positionieren. Ihr fehlen die Vorbilder und sie hatte auch überhaupt gar keine Lust, irgendein Klischee zu erfüllen, um als lesbische Fußballerin zu gelten. Das Wichtigste war halt ein bisschen irgendwie nach außen so ein perfektes Bild abzugeben. Im jugendlichen Alter ist das sowieso nicht so einfach, also wenn man nicht so genau weiß, wer möchte ich sein oder wer bin ich? Und das hat mich dann immer aufgeregt. Also die haben mich immer gefragt, ja, was machst du? Dann habe ich gesagt, ich spiele Fußball. Und dann haben sie, die zweite Aussage war dann immer irgendwas über lesbisch sein. Ja, wieso war das so verbunden? Und dann habe ich gedacht, jetzt trage ich auch noch was zum Klischee bei und das wollte ich dann einfach nicht. Die tun sich unheimlich schwer, weil sie ja ein Klischee bestätigen. Eine Fußballerin, eine Frau, die kann niemals hetero sein, die muss immer noch eine Frau im Schlepptau haben. Mut gehört auch heute noch dazu. Ja zu sagen, ich stehe als Fußballerin auf Frauen. So wie Nadine Angerer, die Kulttorfrau. Nadine Angerer hält! Nadine Angerer hält! Sie hatte irgendwann genug vom Versteckspiel. Die Nadine Anger hat auch damals mit mir darüber gesprochen. Ich hatte da hab gesagt, wenn das ist ja deine Privat. Leben, deine Privatsphäre, wenn du das willst, dass das jeder weiß, dann mach das, dann tu das. Und bei manchen Menschen ist es eben so, dass sie sich dann wohler fühlen und sich nicht eingeschränkt fühlen, wenn sie sagen, dass sie homosexuell sind, bei anderen eben nicht. Also das muss jeder selbst entscheiden. Es ist wie im normalen Leben. Circa 5-10% der Bevölkerung sind homosexuell, also auch in einer Frauenmannschaft. Frauen sind mutiger. Ich glaube, Frauen stehen mittlerweile einfach dazu, was sie wollen, also was sie glücklich macht, das zu zeigen. Ich glaube, dass da schon auch noch mal ein Teil mit reinspielt, diese Aufmerksamkeit, die vielleicht im Frauenfußball noch nicht ganz so groß ist. Also wir reden offen darüber. Also wir stehen dazu, wir wissen es voneinander. Aber manchmal fragt man natürlich, stehst du auf Frauen, stehst du auf Männer, aber das ist ohne Hintergrund einfach Interesse. Ich
glaube, dass es viel mehr Frauen auch geben würde, die noch viel öffentlicher auch zu diesem Thema sprechen würden. Aber es ist nicht im Normbereich und deswegen bekommt man dann eben ein Stigma ab, auf das viele keine Lust haben. Und doch ist der Umgang mit Homosexualität im Frauenfußball ein deutlich anderer als bei den Männern. Willkommen im neuen Jahrtausend. Haben Sie Tattoos? Nein. Nein, ich bin eine andere Generation, aber das ist ja auch immer gerade, was so in ist. Ne? Also es war ja mal eine Zeit lang Nasenring in oder Ohrenringe, ungefähr 10 am Ohr oder so. Und ja, jetzt ist halt Tattoos. Tattoos wie bei Fußballerin Merle Barth von Turbine Potsdam. Fertig. Fertig und sehr, sehr gut. Gefällt mir super. So. Die Liebe für den Fußball, die unter die Haut geht. Der Dutt, der im Bild zu sehen sein muss. Der Dutt muss mit rein, warum? Ja, der Dutt ist schon mein Markenzeichen. Ne? Also die meiste Zeit habe ich eigentlich einen Dutt, also komplett, also nicht mit offenen Haaren. Der gehört halt einfach zu mir. Und wenn wir ihn abschneiden würden, wäre das blöd? Das wäre sehr dramatisch, ja. Fußballerinnen 2020. Selbstbestimmt, selbstbewusst, in Szene gesetzt, medial und auf dem Sportplatz. Das Elfenmagazin soll für noch mehr Glanz sorgen. Eine Redaktion in Würzburg will die Frauenbundesliga, will die Spielerinnen den Sport pushen. Frauen können ihr Ding machen, können machen, was sie wollen. Genau das wollen wir auch zeigen. Als Frau kann man heutzutage alles schaffen, was man möchte. Dafür steht das Elfenmagazin. Die dritte Auflage wird gerade finalisiert. 20.000 Magazine sind beim ersten Mal verkauft worden. Ich glaube, dass der Frauenfußball sich von ganz alleine pusht, weil er eben sehr viele interessante Geschichten zu erzählen hat, weil er sehr viele spannende Persönlichkeiten hervorbringt. Und unsere Aufgabe ist, diese Stories einfach zu erzählen. Geschichten über erfolgreiche Fußballfrauen, Transfers ins Ausland, Rückkehrerinnen, wie Nationalspielerin Pauline Bremer aus Göttingen. Sie hat in Frankreich und England gespielt, hat viel erlebt, viel zu erzählen. Eine Story für das Elfenmagazin. Das Shooting zum Artikel im elterlichen Weinhandel. Das Lachen nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so meins, ich stehe lieber auf dem Platz. Auch Pauline Bremer will einfach nur spielen. Das war schon früher so. Daraufhin bin ich einem Fußballcamp beigetreten, so einem Sommerfußballschule. Da war ich auch das einzige Mädchen unter nur Jungs, aber das war eine Woche lang Fußball und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann war ziemlich zeitgleich auch 2006 die Fußball-WM der Männer im eigenen Land und das war natürlich, da war ja sowieso Euphorie in ganz Deutschland und da hat es dann angefangen. Die Euphorie des Sommermärchens und der zweite Frauen-WM-Titel haben Sogwirkung auf Mädchen ihrer Generation. Ihre Karriere ist eindrucksvoll. Von Turbine Potsdam zu Olympique Lyon. Sie gewinnt dort zweimal die Champions League, dann Manchester City. Nationalmannschaft. Heute ist sie das Vorbild. Vorbilder, als ich kleiner war, mit Fußball begonnen habe, war es Birgit Prinz. Und als ich dann gesehen habe, hey, da ist eine Frauennationalmannschaft und hey, da ist eine mit der Nummer 9, das ist auch noch meine Nummer und die macht die ganzen Tore, fand ich cool. Also natürlich hoffe ich, dass wir das auch sein können für die kleinen Mädchen, die jetzt anfangen. In diesem Sommer ist Bremer von Manchester nach Wolfsburg gewechselt. Die 24-Jährige ist finanziell abgesichert. Sie ist wie gut ein Drittel der Bundesligaspielerinnen Profi. Nur die großen Stars der Liga verdienen fünfstellig im Monat. Ähnlich wie die Drittliga-Profis bei den Männern. Gutes Geld reicht aber nicht, um sich für später abzusichern. Bei mir ist es so, ich arbeite noch bei der Bank. Ich habe eine Bankausbildung gemacht und arbeite da 20 Stunden noch neben dem Fußball. Ich möchte aber gerne diese zwei Seiten haben, diese zwei Schienen haben. Ich gehe gerne auf die Arbeit und nehme das als Ausgleich zum Fußball.
Und ja, mir macht das Spaß und ich möchte das auch so weitermachen. Ich rate jedem jedoch auch noch so einen Plan B in der Hinterhand zu haben, auch den Topspielerinnen, weil zum einen kann man sich schnell schwer verletzen und sag ich mal, die Karriere endet mit 35 und da ist sicherlich gut, wenn man ein finanzielles Polster hat, aber auch einen Plan, was danach passiert. Fußballmanager Sigi Dietrich träumt davon, dass die Frauen vollständig von ihrem Sport leben können. Die Vereine sollten sich dafür strategisch und finanziell neu aufstellen. Er meint, es getan zu haben. Jüngst zieht es den ersten FFC Frankfurt unter das Dach des Männerbundesligisten Eintracht Frankfurt. Wir wollen bei der Eintracht ja nicht nur ein Anhängsel sein, sondern wir wollen im Prinzip uns unternehmerisch auch entwickeln. Es kann Signalwirkung auf Deutschland, auf Europa und vielleicht auch wieder auf die Welt haben, zu sagen, Männer-, Frauenfußball und Jugendfußball gehört einfach zusammen. Die letzten drei Weltmeisterschaften. Und es ist Feierabend. Aus, vorbei. Enden für Deutschland ohne Titel. Seit 2011 geht der Boom der fußballbegeisterten Mädchen zurück, wenngleich immer noch mehr als 1 Million Frauen und Mädchen im DFB organisiert sind. Und ja, auch sie sind nicht ganz ausgestorben, die ewigen Nörgler. Frauenfußball spielt arg langsam und etwas langweilig und manchmal auch viel Schleppstick dabei. Ich kann es nicht ernst nehmen. Wir wollen ja gar nicht, dass jeder sagt, yeah, Frauenfußball finde ich klasse, aber finde einfach Respekt zu zollen vor diesem Sport, das finde ich einfach wichtig. Mich kann man jetzt auch nicht von einigen Sportarten überzeugen. Ich würde da auch nicht hingehen, weil es mir nicht gefällt, aber ich respektiere das, was die Menschen da leisten. Was sind denn das für Mädchen, die das betreiben und aus welchen Gründen tun sie das? Hä? 50 Jahre Frauenfußball. 50 Jahre, in denen sich vieles verändert und bewegt hat. Heute lachen die Frauen über althergebrachte Schofi-Sprüche. Ja, und decken, decken, nicht Tisch decken, richtig? Mann decken, so ist recht. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in den Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Mega, das gut, ne? Mega, das ist auf wirklich auf richtig auf gut. Ich nehme an, wer die dicksten Beine hat, der gewinnt. Da gibt's in Wolfsburg niemanden mit dicken Beinen. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge. Wieder Künzer, ja! Mutter Renate Lingor. Also, soweit ich weiß, war Renate Lingor nicht Mutti, aber... Das muss ich der Itchi erzählen, dass sie von Wim Tölke Mutter genannt wurde. Meiner Meinung nach ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist. Der DFB hat ja damals geglaubt, das sei mal so eine Eintagsfliege. So nach dem Motto, gucken wir mal, wie lange das so hält. Ja, und dann wurde es so enttäuscht. Es wurde immer besser. Eigentlich tut es mir leid für Wim Tölke und Co., dass sie diese Bilder heute nicht mehr sehen können. Weil dann würden sie mit Sicherheit ihre Meinung ändern. Es ist absolut berechtigt und gut und wichtig, dass die Frauen ihren Platz im Fußball eingenommen haben und ihrer Sportart nachgehen und für einen vielfältigen Sport und für einen weiblichen Fußball stehen. Das finde ich absolut großartig. Das sind tolle Bilder. Vielen Dank dafür. Der größte Gegner ist das Klischee. Diese Zeiten sind vorbei. Deutschland ist Weltmeister! Man soll sie lassen, die Ladies, die das Leder lieben. Wenn die Damen Fußball spielen möchten, bitteschön, ich habe nichts dagegen. Deutschland ist Europameisterin! Der Frauenfußball. Es ließe sich noch so viel erzählen. Ich weiß nicht, ob sie noch Zeit haben. Heute leider nicht. Aber diese Geschichte geht ganz sicher weiter.